Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, ja, unsere kleine Hamster... Jetzt geht das schon wieder los, ne? Unsere kleine Biberkolonie wächst und gedeiht. Das mit dem zweiten Distrikt haben wir vorerst verworfen, aber wir haben eine, ja, wie ich finde, zumindest schöne Lösung für unsere Industriegebäude. Die Papierfabrik wird jetzt noch gebaut, da fehlen nur noch Planken, die haben wir aber auch lagernd. Getriebe ebenfalls. Ja, dann müssen wir mal schauen, was wir da brauchen. Ich denke mal, zum Papier herstellen, brauchen wir wahrscheinlich Holz. Also Holzscheite werden da verwendet. Und dann schauen wir mal. Dann haben wir Papier, dann müssen wir uns die Sache mit dem Sprengstoff anschauen. So, ich suche das jetzt nochmal. Papierfabrik, so Metall, Plündererflagge, Energie, da war es auch nicht. Ich muss es jedes Mal suchen. Aus irgendeinem Grund finde ich das immer nicht. Doch, da ist es. Es ist bei Landschaftsgestaltung. Okay, so, da ist die Sprengstofffabrik. Und da wird aus Papier Sprengstoff hergestellt. Was ich schon eine merkwürdige... also klar muss man wahrscheinlich Dynamitstangen in Papier einwickeln, aber da braucht man ja eigentlich noch ein bisschen mehr zu, also nur Papier. Sonst, wenn einer ein gutes Rezept für Sprengstoff nur aus Papier hat, immer her damit. Ich bin ganz gespannt, wie das aussehen soll. Wenn wir dann den Sprengstoff haben, könnte ich mir auch schon einige Veränderungen vorstellen. In der letzten Folge schon angedeutet, dass ich wohl gerne einen Kanal bauen würde. Aber gut, da warten wir jetzt erstmal. Wir schauen, dass die Papierfabrik fertig wird. Ich stelle die Geschwindigkeit mal hoch. Da müssen wir nicht so lange warten. Und dann ist auch schon ein bisschen Baufortschritt da. Die Holzscheite sind fast angeliefert. Ein Teil der Planken ist da. Ja, das läuft schon. So, dann wurde mir gesagt, ich solle doch mehr Biber einstellen im Bauzentrum. Ja, ist auch richtig. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Da ist der Schlepperposten. Da ist die Bauarbeiterunterkunft. Da können wir definitiv noch zwei weitere Biber einstellen. Hatten wir noch eine zweite? Da, genau. Da stellen wir auch noch zwei Biber ein. So. Arbeitslos haben wir jetzt immerhin nur noch 8 Biber. So, jetzt können wir hier noch, ich sag mal, einen Schlepperposten einstellen. Und dann haben wir hier noch einen zweiten Schlepperposten irgendwo da oben. Ne, das ist der Förster. Ich muss das vielleicht mal eben drehen. Da ist der Schlepperposten. Da haben wir schon 6. Da machen wir mal 8. Und wie viele hatten wir jetzt hier? Da hatten wir 6. Na komm, dann machen wir da auch 8. Und dann wird auch alles schön durch die Gegend getragen, wie wir es brauchen. So, Bauarbeiterunterkunft. Ah, die Papierfabrik ist fertig. Ja, wunderbar. Das ging jetzt aber schnell. Ja, die brauchen Holzscheite und aus Holzscheiten wird dann Papier. Das wird dann hier eingelagert. Gucken, haben wir schon was da? Nee, ist noch nichts fertig. Macht ja nichts. So, jetzt brauchen wir die Sprengstofffabrik. Die schalte ich jetzt als nächstes frei. Kosten 400 Wissenschaftspunkte. Wir haben 1062 und die hat so ein Layout. Ja, super. Die braucht auch Strom, 150 PS. So, jetzt warte mal, wie baue ich denn das am besten? Oh ja, ich habe schon eine Idee. Die passt genau hier so drauf. Und dann kann die auch... Ah, nee. Ja, passt natürlich nicht. Wie schade. Wie schade, wie schade. Ja, dann... Schade, dass die alle unterschiedlich groß sind. Also das macht mir jetzt meine Planung so ein bisschen kaputt. Weil ich dachte ja, dass wir hier vielleicht noch ein weiteres Sägewerk draufstellen. Und dann vielleicht irgendwann auch nochmal eine weitere Getriebewerkstatt. Ja, okay. Ich könnte sie halt so hier hochstellen, aber dann kriege ich da die Leiter nicht mehr dran. Das ist das Problem. Und ich dachte jetzt, dass die gemeinsam auf diese Leiter zulaufen, das geht aber auch nicht. Wenn aber das hier nicht wäre und wir das dahin bauen würden, dann würde es wiederum gehen, aber dann wäre auch irgendwie, ja, weiß nicht, wäre das nicht so toll mit dem Weg hier mehr. Das könnten wir dann vergessen. Ja, ich denke, wir müssen ja das bauen, was wir gerade haben. Und da ist eben die Sprengstofffabrik gerade relevant, deswegen setze ich das jetzt hier hoch.
Wir reißen die Treppe einfach ab. Wir reißen das ab. Und dann setzen wir die Leiter da so dran. Und dann kommt die Sprengstofffabrik da oben drauf. So. Oder müssen wir uns hier was einfallen lassen? Weiß ich noch nicht. Doch, weiß ich schon. Ist eigentlich auch gar kein Problem. Weil, wenn wir hier noch so ein Gebäude draufsetzen, was den Eingang rechts hat, dann geht das halt ja hier eigentlich nicht. Aber man muss ja nur ein bisschen flexibler denken. Ne? Wir können ja hier noch so ein Teil hinsetzen und dann können wir da eine Treppe dran setzen. Und das wäre natürlich schön, wenn das so dann ginge. Das geht aber nicht, also müssen wir es so machen. Oder müssen wir leider hier noch ein Stückchen Weg setzen. Aber irgendwie kriegen wir das schon gebaut. Ist nicht so super ideal. Das gebe ich zu. So. Die ist auf. Oh, die braucht Metallblöcke. Eieiei, die Sprengstofffabrik lässt sich noch gar nicht bauen. Dann pausieren wir das mal. Metallblöcke. Ja, Moment. Jetzt weiß ich, dass hier hinten Ruinen sind. Und dass da Altmetall ist. Aber wir brauchen Metallblöcke. So, Metall. Hier ist der Schredder. Der zerkleinert Altmetall und komprimiert es zu Blöcken. Und hier ist die Plündererflagge. Ach, die alleine kostet 250 Forschungspunkte. Das kostet nochmal 300. Haben wir aber. Dann schalten wir uns das auch mal frei. Ne? So, also die Plündererflagge. Ich stelle die jetzt mal hier hin. Und die hat ja einen recht großen Einflussbereich und das ist auch gut. So, weil wir müssen die ja so bauen. Und da haben wir aber nicht mehr. Das ist schlecht. Ich könnte sie bis maximal hier bauen. So, wenn ich die Wege erweitere, wird es natürlich. Ja, nee, es wird nicht wirklich besser, weil wir haben ja eben das Maximum. Und das ist hier schon erreicht und hier wahrscheinlich auch spätestens da oder auf dem nächsten Feld. Weiter kommen wir mit dem Distrikt nicht. Das heißt, wir müssen dann einen neuen Distrikt bauen. Ach, herrje. Und ich wollte das ja eigentlich woanders machen. Eigentlich hatte ich vor, hier hinten zu stauen und dann hier irgendwie noch was zu bauen oder da vielleicht. Gut, jetzt könnten wir natürlich. Das Distriktzentrum hat ja einen recht großen Einflussbereich. Ne? Wir können ja schon ganz schön weit bauen. Wenn wir jetzt ein Distrikt hier hinsetzen, oder hier vielleicht, dann könnten wir ja das erreichen und das erreichen. Okay. Ich muss nochmal den Distrikt auswählen. So, bis hier geht's. Das heißt, ich reiß mal den Pfad ab und ich würde den mal kurz verlängern, um zu sehen, wie weit wir da genau kommen. So, noch weiter, okay. So, hier ist Feierabend, okay. Super. Jetzt habe ich das Falsche geklickt. Machen wir es so und entfernen. Und dann wissen wir, wie weit unsere Distriktreichweite schon mal ist. So, das heißt. An den Stellen ist auf jeden Fall ein neuer Distrikt zu planen. Und wenn wir jetzt einfach mal hier ist natürlich auch nichts grün, ne? Eigentlich will ich da oben ja auch nur für das Eisen hin. Aber die Leute. Die Hamster, die Biber dort brauchen natürlich auch direkt wieder Essen, Trinken. Geht das nur mir so oder ist die Musik ein bisschen leise?
So, ein bisschen was hören wollt ihr auch, ne? Also. Distrikt. Distriktzentrum. Ein Verteilzentrum und eine Abgabestelle. Hier haben wir das ja schon. Hier fehlt uns nur eine Abgabestelle. Ne, die haben wir ja auch schon gebaut. Genau, die ist da versteckt. Mittendrin. Okay. Jetzt lassen wir das erstmal fertig bauen. So, wie viel Papier haben wir denn jetzt schon? 50. Wir müssen ja jetzt nicht alle Holzscheite umwandeln, wobei wir haben halt eben an Holzscheiten keinen Nachschubmangel mehr. Von daher können wir ruhig weiterlaufen lassen. Höchstens... Nee, das ist alles okay. Wir können das alles laufen lassen. Weil das ist der Rohstoff für alle diese Waren. Und da haben wir noch genügend im Vorrat. Also uns keine Sorgen machen. Gut, so, wir brauchen da oben ein Häuschen für unsere Biber, die hier wohnen. Moment, das sind die Lager. So, machen wir vielleicht hier direkt so eine Doppelhütte hin. So. Nee, das ist falsch. Also. Wie kann man diese... Ich kann natürlich auch eine Dreifachhütte direkt nehmen. Ich nehme aber die Doppelhütte jetzt für den Anfang. Genau, die hat da oben den Eingang. Das heißt, wir müssen hier erstmal hoch. Das gelingt uns... Hoppla, das ist auch falsch. So, das gelingt uns so. Jetzt die Doppelhütten gibt es interessanterweise auch gar nicht mehr gespiegelt. Das ist natürlich ganz und gar nicht gut. So, dann bauen wir jetzt zwei. Das heißt, wir müssen aber auch da schon nach oben bauen. Das heißt, wir machen das so. Und so. Okay, erstmal fangen wir so an. Mir fällt das im Moment noch nicht besser ein. Ja, doch, eigentlich schon. Das können wir besser machen. Und zwar, indem wir das auf die andere Seite verlegen. So. So. So und so. Dann die beiden Doppelhäuser.
Bart. Dann haben wir nämlich auf dieser Seite wieder Platz auch nochmal zum Bauen. Und hier können wir jetzt im Grunde einen großen Wohnblock anlegen. Da müssen wir uns höchstens nochmal überlegen, wie wir vielleicht noch Dachterrassen da drauf kriegen. Vielleicht kann man das hier noch irgendwie, vielleicht auf der Rückseite den Weg nach oben dann. Ja, das kriegen wir schon hin. So, das lassen wir jetzt erstmal alles bauen. Ist ja auch teuer genug. So, und dann bauen wir schon mal eine... Muss ich überlegen wieder, das war unter Energie, unter Metall... Eine Plündererflagge. Und die setze ich jetzt tatsächlich auch mal hier so mitten rein. So, und dann brauchen wir natürlich auch Wasser. Ja, drei. Machen wir vier. Vier Wassertanks. Freizeit. Dekoration. Wie teuer war die Abgabestelle? Kurz schauen. Ach, die ist auch kostenlos. Das kann sich doch schon sehen lassen, oder? Also ich finde schon. So, dann brauchen wir hier oben natürlich auch, und das ist wichtig für die Logistik, eine Schlepper, ein Lager. Das heißt, wir bauen einen Speicher. Nehmen wir ruhig ein großes, oder? Nee, bauen wir erstmal ein kleines, das passt hier so schön hin. So. So, der Biber hat Hunger, aber Essen ist ja wohl kein Problem. Da sollten wir ja eigentlich reichlich haben. Wobei wir ein bisschen wenig Karotten haben, ne? Und wir haben auch ein bisschen wenig Kartoffeln. Finde ich, so verhältnismäßig. Aber gut, für 75 Biber müssen wir vielleicht auch unsere landwirtschaftliche Fläche nochmal wieder ein bisschen anpassen. Und ich wollte das ja eh machen. Ich wollte ja hier Bauern bauen. Die können ja jetzt weg, weil das Holz ist abgerissen. Dann lasst uns doch hier nochmal eine landwirtschaftliche Fläche machen. So. Und zwar noch ein bisschen Karotte. Thank you.
zwei Bauernhäuser. So, Karotten. Kartoffeln. So, und in 3 Tagen ist die nächste Dürre. Gut, ich denke, so können wir es erstmal lassen. So, dann bauen wir noch einen neuen Damm. Habe ich mir gerade überlegt. Und zwar machen wir den an diese Stelle. Hier. Das mache ich, damit wir die Fruchtbarkeit noch ein bisschen erhöhen. Wir haben dann nämlich noch ein bisschen mehr Platz nach hierhin, sodass das, was wir hier anbauen, jetzt auch angebaut werden kann. Denn sonst wird in der Dürre, denke ich mal, hier ja irgendwo abgeschnitten. Ich denke mal maximal hier, dann würde das schon nicht mehr wachsen. Und deswegen stauen wir das Wasser jetzt so zurück. Dann bauen wir hier auch den Weg durch. Dann können wir hier den Weg vielleicht abbauen oder auch nicht. Ja doch, ich denke, wir werden den abbauen. Ja, muss ich mir noch überlegen. Erstmal machen wir auf jeden Fall den Pflanzbereich da auch weg. Pflanzbereich abreißen. Pflanzen entfernen. So, jetzt ist das da weg. Da können wir den Weg hier durchlegen. Schwupp. Dann machen wir das so, dass wir hier ein bisschen umbauen. Das Ding kommt weg. Kann ich nicht auswählen. So, jetzt. So.
Okay. Ja, ich glaube, ich habe schon eine Idee. Wir könnten die Wasserbottiche einfach hier so in einer Reihe reinstellen. Straßenanbindung nach oben. Obwohl, nee, wir lassen das jetzt erstmal so. Das ist schon in Ordnung. So, der Damm ist schon fertig, meine Güte. Also, das ist halt wirklich jetzt der Vorteil von so vielen Holzscheiten und natürlich auch so viele Biber. Das geht alles ratzfatz hier. Problem ist nur, hier gibt es wahrscheinlich auch wieder einen Rückstau. Ich denke, wir müssen das abreißen und durch eine Brücke ersetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also zwei Viererbrücken. Die Viererbrücken haben wir noch nicht freigeschaltet. Das mache ich. Oh, die kosten 800. Das haben wir noch nicht. Ja, dann, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Das sind ja nur ein paar Forschungspunkte. Die kriegen wir wohl auch schon noch voll. So, ansonsten, ich glaube, der Rest wird hier oben erst gebaut, wenn wir auch einen richtigen Distrikt haben mit Leuten, also mit Hamstern. Mit Bibern! Oh, Leute, das wird wahrscheinlich niemals aus meinem Kopf verschwinden. Da müsst ihr euch jetzt einfach mit arrangieren, Leute. Ich kann es echt nicht ändern. So, wir haben nicht genug Arbeiter. Das heißt, wir müssen vielleicht aus den Schlepperposten mal wieder ein paar Leute abziehen. Also hier brauchen wir mit Sicherheit nur noch 6. Und hier oben ist, denke ich, ein bisschen mehr zu tragen. Da lassen wir mal 8. Und dann hoffen wir mal, dass jetzt hier genug Biber sind. Da fehlen 2 ganze. Nee, dann geht's nicht. Dann müssen wir bei dem Schlepperposten auch nochmal reduzieren. Und bei dem Schlepperposten... Ja, 2 würden eigentlich reichen. Ja, okay, so ist es in Ordnung. So sind beide Bauernhäuser belegt. Das ist hervorragend. So, und der Wald ist jetzt hier natürlich ein bisschen kleiner. Aber ich finde, das ist nicht unbedingt zum Nachteil. Denn Bäume haben wir eigentlich genug. Wobei, jetzt durch die ständige Umwandlung in Papier wird das auch ein bisschen viel... So, deswegen setzen wir das mal aus und auch Planken setzen wir mal einen aus. Eigentlich setze ich, glaube ich, mal alle aus, weil wir haben über 100 Planken, wir haben über 100 Papier. Kartoffeln, da müssen wir vielleicht nochmal einen zweiten Grill bauen. Das macht wahrscheinlich sogar Sinn. Also Nahrung, einen weiteren Grill. Und den könnte man jetzt zum Beispiel auch hier hinten hinsetzen, ne? Ich setze den da hin. So, und dann baue ich schon mal neue Wassertanks. 1, 2. Dann werden wir die 2 abreißen. Aber nicht während der Dürre natürlich. Also die läuft jetzt, die Dürre. Und dann werden wir nach der Dürre ändern. So. Ist sowieso gut. Wir schalten die Geräte gerade ab. Wir haben gleich eh keinen Strom mehr. Das passt also schon. Ich glaube nicht, dass die 2 Windräder reichen, um alles zu betreiben. Wir können dann bei Bedarf einschalten, was wir brauchen. Aber so haben wir erstmal genug. So, da schwindet das Wasser. Noch wird fleißig gepumpt. Können wir die auch leeren? Ja, wir können Speicher räumen, sagen. Aber dann würde ich ja die hier räumen. Dann räumen wir die beiden in andere Wasserbehälter. Da oben ist noch Platz, da ist noch Platz. Ja, da oben wäre noch Platz, aber da liefert keiner was hin. Lager sind alle voll. Hier ist aber noch Platz drin. Hier ist noch viel Platz drin. Ja, und Fruchtbarkeit geht jetzt hier bis hier hinten. Das heißt, wir könnten hier noch ein bisschen was anbauen. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt auch den Wald. Der war vorher immer so teilweise im Trockenen während der Dürre. Den haben wir jetzt komplett unter Wasser noch. Also alles wunderbar. So, und was sagt unser Ahorn? Wir haben sogar schon Ahorn geerntet. Einige Bäume sind schon geerntet. Und hier, die sind sogar gerade erntefähig. Das heißt, die
bringen gleich richtig viel Holz. Das ist doch toll. So, die können wir abreißen. Mache ich dann auch. So, und jetzt stellen wir die Wassertanks so rum hier hin. Ich weiß, das ist im Grunde nicht nötig. Das hätte man auch so lassen können, aber... Leute, was das angeht, bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen pingelig. Ich möchte, dass das vernünftig ist. So, und die Holzfällerflaggen, die werde ich umpositionieren. Die kommen hier irgendwie rein. Und zwar machen wir hier und hier einen hin. Das heißt, wir reißen... Ich muss erst den Pflanzbereich zurücksetzen, hier und hier. Dann reißen wir die beiden Pflanzen da ab, so. Und dann setzen wir da einfach neue Flaggen rein. Ich glaube, dann müssen wir nicht mal die Pflanze abreißen. Naja, doch, wir können da nur bauen, wenn das abgerissen ist. So, also eben warten. Und dann haben wir hier nochmal wieder Platz, was anderes hinzubauen. Ja. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas fällt uns schon ein. So, und jetzt kommt das weg. Das kommt weg. Wir hätten sie auch hier hinsetzen können. Ah, es wäre vielleicht gar nicht doof gewesen, dann hätten wir den Platz da. Oh ja, Leute. Genau. So, Sägewerk. Nee, Flagge. 1, 2. Das ist wesentlich besser so. Dann kommen die nochmal weg. So, dann Wachs, was haben wir da? Kiefern. Zack, zack. Okay. Ist doch besser so. Ne? Und dann haben wir hier halt noch Platz für ein Gebäude, da noch Platz für ein Gebäude. Alles wunderbar. Gut. Ah, das sieht gut aus. Da werden Karotten geerntet. Ich bin zufrieden. Das funktioniert. Dann würde ich sagen, haben wir für diese Folge doch genug geleistet. Wir haben vorbereitet einen neuen Distrikt, der diesmal auch wirklich weiter weg ist. Also hier direkt den Distrikt da so nebendran. Das hat sowieso nicht so viel Sinn gemacht, behaupte ich jetzt mal. Da oben ein bisschen weiter weg. Das ist schon in Ordnung. Und dann haben wir hier halt auch wirklich noch, das können wir jetzt Bergbau nennen oder was. Einen eigenen Namen oder ein eigenes Thema hier oben. Mal gucken, ob wir hier Wasser reinkriegen. Ich denke, wir könnten hier halt springen. Das Ganze ist halt nur ein bisschen höher gelegen. Das Wasser geht bis hier. Ich weiß nicht, ob wir das dann da ein bisschen die Ebene fruchtbar kriegen. Das müssten wir wahrscheinlich sonst eher aufstauen. Aber dann liegt das hier alles unter Wasser. Das ist der Nachteil. Es sei denn, wir bauen hier einen Deich. Wir könnten hier einen Deich errichten. Da und da. Nee, das funktioniert ja nicht. Wir können, nee, das geht nicht. Da habe ich falsch gedacht. Okay, also Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Tschüss.